herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist in Berlin zugeschaltet und es ist dies der Martin Gett. Martin war schon einmal da in der Episode 127. Martin, ich begrüße dich wieder ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Sehr, sehr gerne. Ich war leider nicht dabei. Du warst ja kürzlich hier in Zürich am HR-Festival. Da konnte ich selber nicht dabei sein. Freue mich jetzt, dass du auch die Zeit dir genommen hast, dass wir zusammen kurz sprechen können. Du bist ja Keynote-Speaker und Provotainer und ich finde deine Aussagen, deine Beispiele, die gebe ich auch meinen Kunden immer gerne weiter. Ich finde die großartig. Und wir sprechen heute natürlich auch über deine Entwicklung natürlich, auch vielleicht über die letzten 3 Jahre, weil es war tatsächlich im Mai 2019, wo wir da zusammen gesprochen hatten, auch über dein neues Buch Rock Your Work. Und ja, aber stell dich doch vielleicht mal ganz kurz selbst vor, Martin. Ich bin Martin Geeth, Berliner und liebe Ideen, liebe Entwicklung, liebe Gründen, liebe Machen. Also bei mir geht es immer um Erkennen, Zusammenführen, also auch Menschen zusammenführen, dann Ideen zusammenführen und das, was wir da erkennen, was wir Neues kreieren, dann auch auszuprobieren. Und aus dem Ausprobieren, 100 Mal ausprobieren, kommen halt 10 Dinge, die wir umsetzen. Und ich habe in den letzten 20, 22 Jahren ungefähr 10 Firmen gegründet und wir haben einfach permanent ausprobiert und das ist für mich, ne, dieses Thema des Wandels, der Innovation zu erleben, zu machen und dann zu sehen, was funktioniert nicht. Und das ist eigentlich so das, wofür ich brenne. In deinem Buch schreibst du auch ganz am Anfang, dass das Leben eigentlich interessanter ist als das Ende. Und du hast offenbar schon zweimal das Ende fast gesehen, was ist passiert. Also einmal mit 35 und einmal mit 47 Jahren. Ja, das eine war ein Fahrradunfall. Also ich habe kein Auto. Ich fahre alle Strecken in Berlin mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es war halt der Klassiker, man nennt es das Dooring, also von der Tür, Door, die Tür wird geöffnet und du hast keine Chance mehr auszuweichen. Ich war sogar auf einem Radweg. Und trotzdem, die Infrastruktur hat mich nicht geschützt, sondern diese Tür hat mich am Hals erwischt. Ich hatte quasi um 1 Millimeter einen Schnitt bis 1 Millimeter vor der Aorta. Und wenn das 1 Millimeter weitergegangen wäre, wäre ich vor Ort verblutet. Und auch so habe ich mehrere Liter, also wahrscheinlich so um die 1-2 Liter Blut verloren, aber konnte dann noch gerettet werden. Und das war schon sehr knapp. Also ich war dann auch richtig, richtig fertig, auch über Wochen arbeitsunfähig. Mein Arm war ein Jahr gelähmt, mein linker. Und der Arzt hat dann wirklich so zu mir gesagt, Ihnen ist schon klar, wie knapp das war. Und das zweite Mal war im Grand Canyon. Ich liebe den Grand Canyon. Ich liebe diese Explosion der Sinne, der Gerüche, der Geräusche, weil da ist es so ruhig, weil da kaum jemand den Grand Canyon runterläuft und wieder hochläuft. Das sind so wenige Menschen, dass du halt wirklich Stille erleben kannst und die Schönheit der Stille und die Schöne der Weite, das Schöne, einfach wirklich alle Sinne werden da bedient und explodieren. Und ich bin den schon 4-mal hoch, runter und wieder hochgewandert mit jeweils unterschiedlichen Freunden und das letzte Mal mit meiner Frau. Und habe einen Fehler begangen. Ich habe zu viel getrunken im Sommer. Und hatte dann alle Mineralien ausgespült und bin wirklich fast ins Delirium gefallen. Und wir nennen sie bis heute die drei Engel. Die einzigen drei Menschen, die uns innerhalb von 4 Stunden begegnet sind, haben uns dann quasi gerettet und haben uns quasi Nährstoffe gegeben, sodass ansonsten es sterben tatsächlich in Arizona regelmäßig, insbesondere Deutsche, die sich in der Hitze übernehmen beziehungsweise zu viel trinken und dann ihnen die Nährstoffe fehlen. Und das war, also dieses Delirium war schon krass, weil du plötzlich merkst, also du bist voll fit, du wanderst da den Grand Canyon hoch und runter und scheinbar nichts kann dich stoppen. Und plötzlich merkst du, wie dein kompletter Körper versagt, geht nichts mehr und du brichst quasi auf der Stelle zusammen. Und das, ja. Wow. Sonst sagt man immer, man soll viel trinken, aber es gibt auch Grenzen offenbar. Richtig, ja? Richtig.
Ja, eine Woche später stand dann halt, es sind schon wieder zwei Deutsche in Arizona gestorben. Ne? Okay. Ui, wollen wir das Kapitel aber mal verlassen. Gott sei Dank geht es dir gut. Genau, genau. Und Gott sei Dank kannst du auch auf der Bühne performen und deine Bücher schreiben. Wie bist du eigentlich zum Provotainment gekommen? Das begann eigentlich mit meinem ersten Buch Mythos Fachkräftemangel, das ich ja bewusst damit provoziert habe. Auch gleichzeitig bin ich ja 100% der Meinung. Und dann kam halt mit dem Titel des Buches die ersten Anfragen, ob ich Vorträge halte. Und da ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir Sinneswesen sind, das heißt, wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken. Und die meisten, die auf die Bühne gehen, die reden. Und Reden spricht halt nur einen Sinn an. Und das ist mir zu wenig. Deswegen mache ich eine Bühnenshow und packe meine Botschaften halt in eine echte Show mit Elementen, die halt auch das Auge ansprechen, die so hängen bleiben, dass der ganze Körper es quasi mitspürt. Und genau, das ist mein Anspruch. Und deswegen Provotainment, ich provoziere, ich entertaine. Und diese Bühnenshow bleibt einfach hängen. Und die Leute kommen auch noch 3 Jahre, nach 5 Jahren auf mich zu und sagen, also das ist damals wirklich bei mir hängen geblieben. Oder ich habe dann tatsächlich angefangen. Manche Leute rufen nach 1,5 Jahren bei mir an und sagen, ich habe mir das zu Herzen genommen und ich habe dieses eine Element tatsächlich geändert und es hatte wirklich eine Wirkung. Ich habe sie nicht geglaubt. Ich wollte es ausprobieren, um sie zu widerlegen und es hat funktioniert. Und auch dieses Humorvolle, ne? Ich schreie die Leute an, aber wir lachen auch zusammen. Ja? Es gibt ganz viele Beispiele, wo die Menschen lachen können. Und ich glaube, dass Humor ein ganz wesentlicher Treiber auch A, des Lernens und B, des Wandels ist. Weil ohne Lernen kein Wandel und ohne Humor aber kein Lernen. Ja? Es gibt so einen schönen Spruch, wenn Innovation, wenn Ideenentwicklung, wenn Lernen Bier ernst ist, hat das Glück keine Lust mitzuspielen. Und wir wollen glücklich sein, wir wollen gesund sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen lachen, wir wollen. Und das will ich, das transportiere ich halt in Provotainment. Mhm, sehr, sehr schön. Und jetzt auch in deinem Buch Rock Your Work. Bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch nicht alles gelesen. Ich habe es erst vor 2 Tagen jetzt gerade bestellt und also gekauft. Ich habe es jetzt effektiv auch hier. Aber ich habe mich dann auch gefragt, wie schafft man jetzt auch ein Klima? Weißt du, ich meine, dass man wirklich solche rebellischen Ideen auch beachtet und auch etablieren kann. Aus deiner Erfahrung. Was willst du da sagen? Also zu dem letzten Wort etablieren, ja, das ist für mich eines der Schlüsselworte, auch in Rock Your Work, weil wir denken bei Innovation häufig an das Kreative, an das Explosive, an die Veränderung und viel zu wenig, was passiert denn eigentlich, also was heißt denn Veränderung wirklich? Und Veränderung heißt, die Veränderung wurde etabliert. Und das ist das und dieses Etablieren, das ist die eigentliche Herausforderung. Die Ideen, also ich bin ja ein großer Fan von Ideenfitness. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, Ideenfitness, Innovation, Wandel ist trainierbar. Und zwar täglich, genauso wie alles andere auch. Gleichzeitig müssen wir das Etablieren auch trainieren, weil ohne das Neue zu etablieren, verschwindet es, verpufft es. Ja, wenn wir es nicht schaffen, aus der wilden Idee etwas Normales, etwas Neues Normales zu formen und neue Spielregeln zu etablieren, dann verschwindet es wieder. Und wie schaffe ich dieses Klima, indem ich Menschen Freiraum gebe? Und das ist, was ich so beobachte, die größte Herausforderung. Deswegen habe ich auch immer meinen Hammer dabei, denn erstmal geht es ums Zerstören. Es geht tatsächlich darum, Platz zu schaffen, weil warum reagieren Menschen genervt auf Veränderung? Warum reagieren Menschen genervt auf Innovation? Weil ihre tägliche Erfahrung ist, das Neue kommt immer oben drauf. Das heißt, ich bin schon zu 100% ausgelastet, ich bin kurz vorm Burnout und dann kommt der Chef und die Chefin vorbei, jetzt müssen wir noch innovativ werden. Und es wird aber nicht zuerst ausgemistet, Platz geschaffen für das Neue, sondern es kommt immer noch obendrauf. Und das ist Menschen unmöglich. Deswegen ist die Hauptherausforderung in diesem ganzen Innovationsprozess und im Wandel ausmisten,
wegschmeißen und dann in dem neuen Platz anfangen, Ideen zu entwickeln, täglich zu trainieren und diese Ideen auszuprobieren und das Ausprobierte dann zu etablieren. Ist aber echt schwierig. Also schön, dass du den Hammer auch so zeigst. Und weil das wirklich Altes zu zerstören, und ich erlebe das jetzt auch, dass Unternehmen übernommen werden von neuen Geschäftsführern, dann Inhaber vielleicht noch da ist. Und dann ist ja die Frage, okay, kann man da loslassen? Und es hat in den letzten 20, 30 Jahren wunderbar funktioniert, aber funktioniert es auch in der Zukunft noch? Und da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Und da muss man, glaube ich, wirklich hergehen und gewisse Sachen einfach auch mal total verändern. Oder? Deswegen erzähle ich in Rock Your Work ja auch 461 Geschichten, konkrete Beispiele, was Menschen und Unternehmen bereits machen, und streichen ist eines der Wörter, was am häufigsten vorkommt, weil ich eben nicht das allgemein lasse, sondern ich belege es mit Beispielen, sodass jeder versteht, was mit streichen eigentlich gemeint ist. Und eins der Beispiele, was mich selber auch mit am meisten fasziniert hat, ist auch gleich das erste Beispiel im Buch. Eine Bäckerei hat Kunden gestrichen und Verkäuferinnen und Verkäufer gestrichen. Und sie haben den Umsatz erhöht. So. Die haben 15 Filialen, ungefähr 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben die Worte natürlich nicht nur gestrichen, sondern sie haben Kunden ersetzt durch Gäste und Verkäuferinnen und Verkäufer ersetzt durch Gastgeber. Und das leben sie halt wirklich. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt alle Gastgeber. Und sie haben nach 8 Monaten schon 6 Veränderungen gemessen. Mehr Umsatz, mehr Trinkgeld, mehr Bewerberinnen und Bewerber, weil es auch in den Stellenanzeigen jetzt heißt, wir suchen Gastgeberinnen und Gastgeber. Sie haben eine gesunkene Fluktuation, gesunkenen Krankenstand und insgesamt weniger Personalkosten. 2 Worte gestrichen und dann ersetzt. Das ist großartig. Ja. Das Beispiel hatte ich auch schon gelesen. Das ist wirklich, das macht gerade auch an. Irgendwie sagt man sich, ja, Gastgeber klingt natürlich auch nochmal ganz anders. Ja. Sehr, sehr gut. Was ist eigentlich, wir hatten das in der letzten Episode auch gesprochen, was ist aus diesen Ideen-Fitness-Centern geworden? Also es kam schon ein Stück weit Corona dazwischen, ne, weil die Idee der Ideen-Fitness-Center war, alle Menschen kommen zusammen, am Ort, wo sie sind, das kann in der regionalen Schule, in der Hochschule, im Rathaus auch sein, überall da, wo Platz ist, und entwickeln gemeinsam Ideen. Und das ging ja die letzten 2 Jahre so nicht, wie ich mir das gedacht hatte. Außerdem ist mir aufgefallen, ich möchte auch kein Immobilienverwalter werden von 11.000 Ideen-Fitnesscentern. Und das Ganze wird jetzt ein Stück weit digitalisiert, schon auch im Sinne, dass jetzt geht es ja auch wieder, dass sich Menschen treffen. Es soll aber noch viel, viel stärker an den Orten passieren, wo die Leute eh zusammenkommen. Das kann im regionalen Unternehmen sein, das kann im regionalen Sportverein sein, überall da, wo Menschen sich treffen. Ich stelle die Tools zur Verfügung, also deswegen Rock Your Work ist in gewisser Weise auch eine Anleitung dazu, weil eben genau diese, ich nenne es die wilden 18, wie streichen, steigern, ersetzen, übertragen, neu mixen, das zieht sich halt wie der rote Faden durch das ganze Buch durch. Und das als Anleitung ist letztlich der erste Schritt der Ideenentwicklung. Und dann geht es halt ums Ausprobieren. Da gibt es eben auch ein paar Beispiele im Buch. Und dann ums Etablieren und diese neuen Spielregeln. Dazu habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben, wie, dass ich, wenn ich alte Spielregeln oder alte Gesetze ersetze, wie Kunde und Gäste, ne, Verkäufer und Gastgeber, das sind ja auch eigentlich Gesetze, also Worte, die wir gesetzt haben. Und so brauchen wir neue Spielregeln und neue Gesetze. Und dann daraus ergibt sich halt das Neue. Und diesen Prozess beschreibe ich halt in Rock Your Work. Und jetzt baue ich darauf auf. Und ich will das wie so eine Art Clubs machen. Irgendwann soll es eine Liga geben, also dass man auch miteinander in Wettstreit treten kann. Und irgendwann gibt es dann eine YouTube- oder Fernsehshow dazu. Und da bin ich dran. Und letztendlich brauche ich aber eben natürlich auch die Aufmerksamkeit, dass Menschen das überhaupt realisieren, worum es da geht. Und deswegen schreibe ich halt immer wieder die Bücher wie Rock Your Idea, Rock Your Work, weil Leute müssen es erst verstanden haben und durch die Geschichten auch ein Stück weit erlebt haben, was meine ich eigentlich damit? Das ist im Moment noch die größte Herausforderung, weil unter Ideenfitness können sich die wenigsten halt was vorstellen, weil sie es nie erlebt haben.
Und Rock Your Work führt aber ein Stück dahin, jetzt verstehe ich die wilden 18 zumindest erstmal, diese Trainings- oder die Handwerkszeuge der Innovation und des Wandels. Und irgendwann gibt es mehr als 11.000, weil jetzt kann es ja überall stattfinden. Ja, genau. Apropos Streichen, was mir auch aufgefallen ist jetzt in einem Buch, ist das Streichen des einen Arbeitstages zum Beispiel. Das scheint ja bei einigen Unternehmen extrem gut anzukommen. Das heißt, Mitarbeitende sind doch zufriedener und die Umsätze werden sogar noch gesteigert, Gewinne auch. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Weil ich glaube, das ist für viele noch ein Wunsch, für viele Mitarbeitenden ein Wunsch und viele Arbeitgeber noch nicht ganz Realität. Das eigentlich Erstaunliche ist ja, was viele nicht für möglich gehalten haben. Und es gibt ja jetzt große Versuche, in fast allen Ländern der Welt inzwischen. Also entweder machen es einzelne Unternehmen oder es machen halt wirklich groß angelegte Versuchsreihen, die auch wissenschaftlich begleitet werden. Und immer wieder kommen die zum Ergebnis, krass, ein Tag gestrichen führt immer zu einer gleichen oder häufig sogar zu einer höheren Produktivität. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein, wenn in der Summe weniger gearbeitet wird, wieso sind die Menschen produktiver? Und es gibt zum Beispiel in Australien die Firma Versa, die hat es so eingeführt, also es gibt ja verschiedene Formen dieser 4-Tage-Woche und die haben es so eingeführt, Montag, Dienstag arbeiten alle, Mittwoch ist frei für alle, Donnerstag und Freitag arbeiten alle. Und die Geschäftsführerin sagt, das ist wie 2 Wochenenden. Und die Leute kommen einfach am Donnerstag erholter zur Arbeit. Und das beschreibt ja auch der Lasse Reingans mit seiner 5-Stunden-Tage-Woche. Also der hat nicht die 4-Tage-Woche, aber der arbeitet immer von 18 bis 13 Uhr an 5 Tagen. Und zwar alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der sagt, die Leute können zu Hause kochen. Also sie sind schon mal grundsätzlich gesünder. Sie bewegen sich mehr, weil sie mehr Sport machen können. Und sie haben mehr Zeit für andere Hobbys. Das heißt, sie kommen auch mit neuen Zutaten, wie ich sage, oder mit neuen Anregungen im Kopf zur Arbeit. Und all das führt zu einer höheren Produktivität. Und in England gab es eine Untersuchung, haben die Mitarbeiter selbst gesagt, länger als 3 Stunden arbeitet doch keiner produktiv. So, und viele sitzen halt einfach vorm Bildschirm und daddeln dann irgendwas, ja, oder sind so. Und diese ganzen Versuche zeigen eben, reduziere die Arbeitszeit und die Leute schaffen dasselbe oder mehr in dieser Arbeitszeit. Und dann dann haben viele gesagt, ja, das geht in der Digitalagentur, aber nicht im Handwerk. Und dann kam halt Markus Gassner und hat es 2018 im Handwerk eingeführt. Und es ging. So, Hotel- und Gaststättengewerbe gesagt, ja, aber im Hotel- und Gaststättengewerbe geht es ja nicht. Inzwischen, auch in der Schweiz, haben es diverse Hotels eingeführt und haben gesagt, wir haben einen Personalmangel, wir brauchen irgendwas, was noch zieht. Und das ist halt mehr Freizeit für die Menschen. Und einer der roten Faden in Rock Your Work ist ja eben, es geht nicht um Arbeit, es geht um Leben. Wir arbeiten, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen und Arbeit sollte die Bedürfnisse anderer erfüllen. Nur Arbeit darf niemals über dem Leben stehen und niemals über der Gesundheit. Und wenn man sich anguckt, dass auf Platz 1 der Krankenstatistik Pflegekräfte stehen, auf Platz 2 Verwaltungsmitarbeiter, dann liegt das an der Überlastung, die wir ihnen gesellschaftlich aufbürden. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, Gesundheit, Glück und Leben über Arbeit zu stellen. Und siehe da, es funktioniert und es ist sogar produktiver. Wow. Ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Hebel, weil auch das Thema, wie gewinne ich, wir hatten kurz im Vorgespräch heute darüber gesprochen, Fach- und Führungskräfte wirklich für mein Unternehmen. Und das kann vielleicht auch ein Magnet auch sein unter Umständen, weil ich werde ja auch immer wieder gefragt, was hat das Unternehmen, für das Sie jetzt suchen, auch zu bieten? Das kommt immer mehr. Was bietet ihr denn natürlich an? Und das kann natürlich auch ein großer Hebel sein, denke ich. Ja. Na, es ist definitiv ein Hebel und irgendwann ist es wieder Standard. Ja? Und es gab gerade letzte Woche eine Diskussion, wo jemand gesagt hat, ja, wo soll denn das hinführen? Dann haben wir irgendwann die 3-Tage-Woche. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht. Ja? Nur, wenn es sich herausstellen sollte, dass die 3-Tage-Woche
genauso produktiv ist wie die 4-Tage-Woche, ja, warum denn dann nicht? Ja, also das heißt, natürlich geht es darum, dass man in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Leistung bringt. Und das ist eben, finde ich, das absolut Überzeugende an allem, was ich dazu gelesen habe, und zwar relativ unabhängig von Branche und Land, dass die Produktivität steigt mit von erholten, gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So, und das sollten sich alle Unternehmen zu Herzen nehmen, weil am Ende geht es ja, meiner Meinung nach genau darum. Glückliche, gesunde Menschen und nicht und dadurch eben glückliche, gesunde Unternehmen. Ist schon die Frage, wie kann man arbeiten, dass es für den Arbeitgeber stimmt, dass es für einen selber auch stimmt und für die Gesellschaft am Schluss. Ich denke, das ist schon noch, sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, da gibt es noch viel Veränderung. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es immer mehr unterschiedliche Lösungen geben wird, weil genau was du gerade angesprochen hattest, manche waren super glücklich zu Hause mit ihren Kindern, mit ihren Familien und haben sich total gefreut, mittags gesund kochen zu können. Und andere waren genau durch dieselbe Situation komplett überlastet, weil sie vielleicht nicht die Großeltern um die Ecke hatten, die Kinder auch mal abnehmen konnten. Und es gibt nicht die eine Lösung, die für alle Menschen passt. Und ein ganz wesentlicher Teil in Rock Your Work ist eben auch die eine echte Diversität, also echte Unterschiede. Wir sind unterschiedlich, wir sind einmalig als Menschen und deswegen wird es keine Lösung geben, die für alle gleichermaßen passt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber immer mehr dadurch gewinnen werden, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Es beginnt ja schon alleine damit, mache ich ein Großraumbüro oder mache ich Einzelbüros? Die Frage finde ich völlig irrelevant, weil die Frage muss sein, für welche Zwecke mache ich ein Großraumbüro? Wenn ich Zusammenarbeit fördern will, dann ist natürlich ein großer Raum, wo viele Menschen reinpassen und wo ich auch Freiraum habe, Dinge zu gestalten, Prototypen zu bauen, sinnvoll. Wenn ich aber will, dass die Leute konzentriert daran arbeiten, einen Businessplan fertig zu schreiben oder Verkaufsanrufe zu machen, dann das kann ich nicht im Großraumbüro machen, weil ich dann natürlich total abgelenkt bin. Hinzu kommt, dass es hochsensible Menschen gibt, die 10-mal so viel hören wie du und ich. Die kannst du nicht in ein Großraumbüro stecken. So. Das heißt, ich muss viel mehr hingucken, was ist das für ein Mensch, was braucht der, um produktiv arbeiten zu können? Braucht der das Homeoffice oder braucht der das Team? Ja, und dieses eine Lösung für alle, ich glaube, das wird es immer weniger geben. Und die Unternehmen, die sich auf die Unterschiede der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, die werden in Zukunft noch mehr davon profitieren. Schön. Ja, das ist wunderbar. Jetzt, gehen wir mal auf den Mitarbeitern. Ich habe ja auch viele Leute, die natürlich hier, also die zuhören, die so ihre Karriere entwickeln oder dran sind. Könnte man auch da abfragen, wie können die, oder hast du vielleicht noch Tipps aus deiner Ecke raus, wie können die ihre Karriere rocken, sag's mal so, oder? Also wie kannst du deine Karriere auch entwickeln? Du hast ja auch viele Hinweise jetzt auch für Unternehmen, wie man Mitarbeitende gewinnt, aber gibt's vielleicht auch Hinweise für Mitarbeitende, die auch ihre Karriere rocken können? Ich glaube, dass auch die Beispiele im Buch richten sich tatsächlich viel mehr an Mitarbeitende, um zu zeigen, dass es in allen Branchen und letztendlich auch allen Ländern Entwicklungen gibt, die von Menschen gemacht werden. Und ein krasses Beispiel war von der Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg, das ist ein Stadtteil in Berlin, die gesagt hat, wir sind in der Pandemie weltweit bekannt geworden durch Pop-up-Lanes. Also das heißt, es ist wirklich übertragen vom Pop-up-Store auf Fahrradwege. Also erstmal schnell eröffnen, schnell machen, schnell umsetzen und dann erst Stück für Stück verstetigen. Und sie hat gesagt, es ist weltweit durch alle Medien gegangen und dadurch hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg unendlich viele gute Bewerbungen bekommen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, weil die haben Bock drauf, was umzusetzen. Und das, glaube ich, ist letztendlich immer der Karrierekick, zu sagen, wo kann ich was umsetzen? Wo können meine Produkte, meine Prozesse, mein Werk, wo kann es sichtbar werden? Wo finde ich eine Kultur, wo nicht nur geredet wird, sondern wo gemacht wird? Und dann
hat ja nicht nur die Firma oder der Arbeitgeber was zu zeigen, sondern auch ich habe was zu zeigen. Und ich kann ab dem Moment in jedem Lebenslauf, mündlich, schriftlich, ich kann sogar eine eigene Website machen, ich kann es auf meinem Instagram-Account zeigen. Und mit jedem Projekt lerne ich ja. Das ist das, wie ich, zumindest wie ich lerne. Ich lerne mit jeder Idee, die ich ausprobiere, umsetze, Erfahrung sammle, auf Basis dieser Erfahrung neue Ideen generiere, neue Umsetzung ausprobiere, neue Umsetzung etabliere. Und so lerne ich. Und ich glaube, das ist am Ende der Karrierekick, weil das spricht sich rum. Damit kann ich auch zum neuen Arbeitgeber gehen und ich kann es einfach zeigen. Und ich glaube, dass so eine Erlebnisse auch glücklich machen. Ich habe etwas umgesetzt, ich habe etwas Sinnvolles getan. Ja, das ist, wäre für mich der Karrierekick. Das heißt, ich kann also wirklich, sollte auch darauf achten, also wenn ich einen Arbeitgeber aussuche, habe ich die Möglichkeit auch tatsächlich zu wirken? Kann ich etwas umsetzen? Kann ich etwas etablieren? Ich würde immer fragen, was haben die aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die letzten 3 Monate umsetzen können und was haben sie neu etabliert? Und wenn der sagt, oh, das liegt 20 Jahre zurück, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Sehr, sehr gut, wunderbar. Gibt es auch, eben die letzten 3 Jahre waren doch jetzt auch, oder 2 Jahre eigentlich, sehr speziell. Ich frage immer gern so die, ob es Hinweise gibt zu Apps, Programmen oder Internetressourcen. Gibt es da irgendetwas, wo du da empfehlen kannst? Ich habe bis vor 5 Monaten gedacht, dass mein 3. Buch wieder in einem klassischen Verlag erscheinen soll, weil die Zusammenarbeit war immer gut und ich finde vor allen Dingen das Design auch von meinem letzten Verlag Murmann sehr gut. Und dann habe ich aber mal aufgeschrieben, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile für einen Autor wie mich in einem klassischen Verlag im Vergleich zum Book on Demand. So. Und darüber habe ich dann einen Xing- und LinkedIn-Artikel geschrieben und einer der Kommentare war, probier's doch mal mit Tradition. Und dann habe ich mir Tradition angeguckt, hatte ich noch nie vorher von gehört. Das ist letztendlich wie Book on Demand, das ist halt ein anderer Anbieter. Ich habe mir die Programme verglichen. Ich fand die für mich am sympathischsten. Ich konnte da jetzt ein Softcover und Hardcover und ein E-Book veröffentlichen. Und Tradition.de, das ist so im Moment meine wichtigste Website, weil ich tagesaktuell die Verkäufe sehe. Ja, beim klassischen Verlag kriegst du einmal im Jahr mitgeteilt, wie viel verkauft wurde. Jetzt sehe ich es tagesaktuell. Auf tradition.de, wenn zum Beispiel ein Tippfehler im Manuskript ist, lade ich einfach das korrigierte Manuskript wieder hoch. Zack. Also das heißt, du wirst wahrscheinlich ein Buch haben, was noch 2 Fehler drin hat. Nämlich, weil die ersten 500 haben diese 2 Fehler noch drin. Und jetzt ab 501 sind die halt raus. Geil. Ja, das kannst du beim klassischen Verlag nicht. Und was für mich halt auch noch, also ich habe bei dem Self-Publishing mit Tradition, ich behalte alle Rechte. Das heißt, ich kann es im nächsten Monat auf Englisch übersetzt rausbringen und in 2 Monaten auf Spanisch rausbringen. Das könnte ich mit dem klassischen Verlag nicht. Und ganz wesentlich, ich musste nicht noch ein halbes Jahr warten. Im klassischen Verlag gibst du dein Manuskript ab und dann dauert es. Und beim Self-Publishing, in dem Fall halt mit Tradition, du lädst es hoch. Und 1 Stunde später ist es im Handel. Geil, oder? Und ich habe halt Quellen, die sind von Ende April, sind die aktuellsten Quellen drin. Und ich wollte jetzt nicht noch ein halbes Jahr warten. Natürlich, Rock Your Work kann man auch in einem Jahr noch lesen, weil die Beispiele bleiben ja. Trotzdem, ich wollte als Autor jetzt rauskommen. So, und genau. Und die zweite App, die habe ich auch vor 3 Jahren schon empfohlen, aber die empfehle ich weiterhin. Meine wichtigste Quelle für Inspiration und für Innovation ist Twitter, weil ich habe die entsprechenden Kanäle abonniert. Ich lasse mich ganz selten auf Twitter auf dieses Bashing ein oder auf dieses Hin und Her, auf diese unfruchtbaren Dialoge, die da leider auch stattfinden. Die kann ich großteils ignorieren, weil ich ganz viele Innovationskanäle abonniert habe und dadurch wirklich ganz viele Beispiele habe ich über Twitter gefunden, weil ich da halt in ganz kurzer Zeit ganz viel Innovation sehen kann. Windenergie ist ein großes Thema in Rock Your Work, Solarenergie ist ein großes Thema, Agroforst, wie sieht eigentlich die Landwirtschaft der Zukunft aus, wenn wir alle Menschen ernähren wollen, ist ein großes Thema. Und mindestens die Hälfte, wenn nicht 2 Drittel aller über 600 Quellen im Buch kommen über Twitter.
Jetzt auch noch Bücher. Also ich werde sowieso deine Bücher auch verlinken natürlich. Wir haben jetzt über Rock Your Work auch gesprochen. Gibt es auch noch andere Bücher, wo du sagst, die finde ich jetzt gerade auch spannend und kann die empfehlen? Ja, ich empfehle, ich habe so viele Lieblingsbücher. Das heißt, ich empfehle einfach das Buch, was ich als letztes gelesen habe. Das war vorgestern. Und das heißt Reich mit NFTs von Mike Hager. Ist eigentlich so der deutsche Rockingstar unter den Menschen, die sich mit Cryptocurrencies auskennen, also Ethereum und so. Und worum es in diesem Buch halt geht, überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert dieser Kunstmarkt vor allen Dingen, also wie funktioniert es, dass ich über NFTs Kunst sammeln kann und auch Werte schaffe und auch Kunstsammlung demokratisiere, weil der klassische Kunstsammler ist ja ein ganz kleiner Klüngel, ja, der Millionen irgendwo investieren kann und es gibt exklusive Galerien. Und dieser, für mich ist es ein ganz klarer Weg der Demokratisierung der Kunst. Und ich will es halt genau diese NFTs übertragen auf Ideengenerierung, dass ich sage, ich will weg von den klassischen Patenten hinzu. Jede Idee wird mit einem NFT versehen, die dann in der Blockchain liegt. Und somit kann ich, selbst wenn jemand meine Idee benutzt, was ich will ja, dass Ideen kombiniert werden, ich kann aber auf Ewigkeiten nachvollziehen, oh, in der Ideen stecken 50 Teilideen und alle sind und bleiben beteiligt. Das ist so mein Wunsch und deswegen habe ich mich jetzt mit NFTs näher beschäftigt. Genau, und das andere ist kein Buch, sondern eine preisgekrönte Serie. Demnächst kommt die vierte Staffel raus, die heißt Borgen, ist eine dänische Serie, auf Deutsch hieß es Gefährliche Seilschaften, weil gerade in diesen Zeiten haben wir unheimlich viel mit Politik und mit Seilschaften und mit Medien zu tun und für mich ist es weiterhin die Serie, die am besten auf den Punkt bringt, also vor allen Dingen auch eine europäische Serie, die auf den Punkt bringt, wie funktioniert eigentlich dieses Zusammenspiel und teilweise Geklüngel und wie entstehen Entscheidungen und ja, wie entsteht eigentlich dieser Mix aus Politik und Medien? Okay, spannend. Sehr gut. NFT vielleicht nur ganz kurz, für die, die es nicht wissen, das heißt der Non-Functional Token. Genau. Oh, genau, ich würde mir das auch noch sehr gerne anschauen, finde ich super. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt, wenn das jemand hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne mal mit dem Martin Kontakt aufnehmen, ja. Wie macht man das bei dir am einfachsten? Am einfachsten über LinkedIn, Xing, Instagram. Martin Geht, also entweder überall Martin Geht oder Martin Geht Provotainment oder die Website martingeht.de. Und ich freue mich insbesondere, wenn ihr meine Bücher lest natürlich, jetzt speziell Rock Your Work und dann auch in Dialog tretet. Also ich freue mich riesig, wenn ihr mir schreibt oder erzählt, welche Geschichte euch am besten gefallen hat, welche Geschichte euch weitergebracht hat. Mein Designer, das fand ich besonders bezeichnend, der hat gesagt, er ist ganz oft beim In-Layout hängen geblieben, hat sich festgelesen und ist rausgegangen aus dem Buch, sozusagen aus dem Design des Buches und hat gesagt, das ist für ihn ein extrem optimistisches Buch durch die Beispiele. Weil die Beispiele halt zeigen, krass, das sind einfach mal 461 Menschen, die schon was umgesetzt haben und die zeigen, es geht. Es geht. kannst du wunderbar deinen Namen da noch mit reinbringen, das ist schön, wobei man den anders schreibt. Genau. Martin, vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und ja, vielleicht klappt es das nächste Mal vielleicht in Zürich oder mal in Berlin. Super, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.